Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Und zwar, wie ihr in der Titelbeschreibung gesehen habt, der PlayStation 4 Pro und Slim Standfuß. Der ist für die Pro und für die Slim. Ich werde mal nach unten richten. Hier steht auch schon meine PlayStation. Danach machen wir noch ein Video, wie wir den anbauen. Und mach mal so, dann könnt ihr den vielleicht ein bisschen besser sehen. Das ist der Original PlayStation 4 Standfuß von Sony. Vertikal Standfuß, steht auch drauf, steht in Englisch, in Russisch, keine Ahnung. Und hier unten steht auch CUH-2000 und dann ein Schrägstrich und dann CUH-7000. Die 7000 hier, die CUH-7000, das ist die Pro, und die 2000er Reihe ist die Slim. Vertikal Stand. Hinten steht es auch in Deutsch. Da muss ich mir aber erstmal meine Brille nehmen, weil das mal wieder so klein geschrieben ist. Das kann kein Schwein lesen. So, und hier kompatible Hardware, PlayStation 4 System, Serie CUH-2000 und CUH-7000. Vertikal Standfuß. Also Ansatzstück. Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte Informationen auf Verpackung. Mitgelieferten, okay, die sollen wir erstmal lesen. Ah, jetzt packen wir das Ding erstmal aus. So. Da haben wir dann einmal dann das Handbuch sozusagen. Dann ist der Standfuß. Und hier haben wir dann noch, na komm mal her, eine Schraube, eine Schlitzschraube, und wir haben zwei Befestigungen. So, packen wir erstmal den Standfuß aus. Der sieht dann so aus. Ich zoome mal raus. Ich bin schon rausgezoomt. So. Der sieht dann so aus. Der ist ganz dünn. Und je nachdem, wie er guckt, ist er mal ein bisschen durchsichtig und mal eher dunkel. Hat auch eine stylische Form. Und dann gibt es halt noch diese beiden Befestigungen mit dazu. Hier seht ihr auch X, Kreis, Dreieck, Viereck, und dadurch den Kreis müssen wir dann das Loch machen. Hier ist es genau das gleiche. Der einzige Unterschied ist, hier ist unten drunter, seht ihr das, unter diesen Pfeilen, da ist eine dünne PlayStation abgebildet, also zwei Striche. Und hier drei Striche für die dicke PlayStation, also für die Pro. Mehr ist nicht. Jo, und dann auf dem Standfuß haben wir dann auch nochmal die dicke PlayStation und hier oben die dünne PlayStation für die Löcher halt. Jetzt gucken wir mal in das Handbuch.
Holt ist nicht deutsch. Das ist deutsch. Ja, sage ich ja, die 2000er-Serie ist die Slim und die 7000er-Serie ist die Pro. Ach, da soll auf der PlayStation auch... ...das abgebildet sein. Das habe ich, wie gesagt, noch gar nicht gesehen. Doch, ist... Doch, es ist abgebildet. X, Kreis, Dreieck, Viereck. Ohne Scheiß. Das sieht man schlecht bestimmt, oder? Warte mal, ich mach mal so. Da könnt ihr das sehen. Also es ist wirklich abgebildet. So. Dann werde ich mir jetzt erstmal einen Schraubenzieher besorgen. Das ist echt leicht, man braucht nur anlegen und festschrauben und fertig ist. Mitnehmen, wie soll ich denn ein Geldstück, eine Münze soll man nehmen. Da muss ich mal eine Münze gucken, dass ich auch eine Münze habe, die darin passt. Brauchen wir keinen Schraubenzieher? Mit einer Münze. Dann muss ich ans Portemonnaie. Erstmal wieder zusammenpacken, die ganzen Kladderadatsch hier. So. Dann würde ich jetzt sagen, ich suche mir jetzt erstmal eine Münze raus, mache hier erstmal einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Video, wo wir den Standfuß anbauen werden und ich bin mal echt gespannt, wie die PlayStation damit steht und dann werde ich euch auch in ein paar Wochen auch dann sagen können, ob die jetzt lauter dadurch ist, weil sie hochkant steht oder ob man sie dann mehr auffällt oder also vom Geräuschpegel her oder ob das alles noch so ist, wie wo sie standen hat. Ja, dann mache ich hier erstmal einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich. Ahoi. Sagt euer Odin.